Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video führe ich Ihnen vor, wie Sie gemischte Diagramme erstellen können. Ich beziehe mich hierbei auf das Beispiel der Firma Holzwurm AG und in dem Zusammenhang haben wir eine Tabelle vorgegeben über den Krankenstand der Firma, und zwar im Januar, Februar und März, über die verschiedenen Abteilungen. Ich habe aber zusätzlich noch eine Tabelle über die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen. Das heißt, hier beispielsweise im Januar haben wir 10 Mitarbeiter im Einkauf und einer davon war krank. Und diese Daten möchte ich jetzt in einem gemischten Diagramm so darstellen, dass der Krankenstand hier als Säulendiagramm angezeigt wird und die Mitarbeiterzahlen selber als Linien. Das machen wir dann so, dass wir beispielsweise hier diese erste Tabelle einmal komplett markieren. Wir sagen einfügen und wollen in dem Fall ein Säulendiagramm einfügen. Das heißt, wir gehen hier über Diagramme zum entsprechenden Symbol, holen uns die Säulendiagramme her und hätten gerne in dem Falle 2D-Säulen, eine zweidimensionale Darstellung. Als Titel, ich klicke mal hier den Titel an, möchte ich mich beziehen auf den Inhalt der Zelle A3. Das heißt, ich gebe jetzt hier einfach ein Gleichheitszeichen ein. Sie sehen, das wird hier oben im Formeleingabefeld notiert und ich beziehe mich hier auf die Zelle A3. Enter. Krankenstand 2011 der Firma Holzwurm AG. Die X-Achse ist die Zeitachse, das ist soweit okay. Die Legende hätte ich gerne auf der rechten Seite dargestellt. Deshalb klicke ich hier per rechts die Legende an, sage Legende formatieren und möchte sie hier bei den Legendenoptionen, das finden Sie über dieses Symbol, auf der rechten Seite dargestellt haben. Damit kann ich den Dialog wieder schließen, schiebe das Diagramm mal ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht so. Anschließend wähle ich ein etwas schöneres Diagrammformat hier aus den Vorlagen. Vielleicht mal eine solche Darstellung. Ich nehme mal ein paar andere Farben. Hier rüber beispielsweise machen wir mal Abstufungen von Grün. Und wie wir sehen, hat es dadurch die Legende wieder nach unten geschoben. Ich positioniere sie wieder auf der rechten Seite. So. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Mitarbeiterzahlen selber als Liniendiagramm eingefügt werden. Wir können das beispielsweise so erreichen, dass wir sagen, wir möchten per Rechtsklick die Daten auswählen. Wir möchten nämlich jetzt neue Daten hinzufügen. Wir haben hier eine neue Legendenreihe sozusagen, die wir hinzufügen möchten. Wir sagen also hinzufügen. Der Reihenname ist in dem Fall wieder an dieser Stelle zu finden. Es geht ja hier um den Einkauf. Und die Werte selber, ich lösche mal das, was hier in den Reihenwerten steht, die finden Sie an dieser Stelle. Wir sagen OK. Und Sie sehen, dass dann automatisch Excel wieder seine Standardbeschriftungen verwendet. Es werden die Einträge hier einfach durchnummeriert. Ich kann das hier nochmal anpassen. Das ist an der Stelle vielleicht nicht wirklich wichtig, aber ich möchte es trotzdem ordentlich haben. Die Beschriftungen findet man an dieser Stelle. Ich sage OK, um den Dialog nochmal zu verlassen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Daten, das sind ja die neu hinzugekommenen, die Mitarbeiterzahlen eben nicht mehr als Säulen dargestellt werden, sondern als Linien. In dem Fall klicken wir die Daten einmal an, eine der Säulen klicken wir an, sodass die gesamte Datenreihe hier ausgewählt wird. Wir sagen Rechtsklick und möchten den Datenreihendiagrammtyp an dieser Stelle ändern. Und zwar so, dass daraus eine Linie entsteht. Um den Rest des Dialogs kümmere ich mich an der Stelle nicht. Sie sehen, letztendlich wird das, was wir dann haben, als ein Verbunddiagramm bezeichnet. Wir sagen an dieser Stelle OK. Und wir sehen, dass hier was gerade nicht stimmt. Sie sehen, dass hier noch eine zusätzliche Linie erzeugt wird. Nun, wir haben hier die Buchhaltung und den Einkauf. Wenn ich jetzt mal diese Linie hier anklicke, ich klicke sie mal an, sehen Sie, dass Excel aus irgendwelchen Gründen die Säulendarstellung hier für die Buchhaltung
auch geändert hat. Das müssen wir natürlich nochmal hier korrigieren. Das heißt, ich gehe nochmal auf die Linien drauf, möchte den Datenreihendiagrammtyp hier nochmal ändern. Und jetzt können wir uns diesen Dialog hier doch nochmal genauer ansehen, denn Sie sehen, wie das jetzt hier eingestellt ist. Einkauf wird als Säulen dargestellt, als gruppierte Säulen, Lager genauso, aber die Buchhaltung eben als Linien. Das wollte ich an der Stelle nicht haben. Aus irgendeinem Grunde hat Excel das umgestellt. Ich möchte hier natürlich die gruppierten Säulen haben. Okay. Somit können wir jetzt noch die restlichen Daten einfügen, die Daten hier für das Lager und für die Buchhaltung. Ich mache das wieder so, dass ich per Rechtsklick in das Diagramm reingehe. Ich möchte die Daten auswählen und sage, ich möchte eine neue Reihe hinzufügen. Also hier wieder hinzufügen. Mein Reihenname befindet sich in dem Fall an dieser Stelle. Hier gebe ich das entsprechend ein. Das lösche ich hier raus bei den Reihenwerten und werde an dieser Stelle nochmal die Daten hier markieren. Wir sagen okay. Und natürlich die Beschriftung, die horizontale Achsenbeschriftung beziehen wir nach wie vor von hier oben. Wir sagen nochmal okay. Und wir werden als letztes noch die Buchhaltung hier hinzufügen. Wir sagen also nochmal hinzufügen. Den Reihennamen finden wir an dieser Stelle. Und die Werte für die Buchhaltung, die sind hier. Also von F7 bis H7, das ist soweit korrekt. Und wir möchten die horizontale Achsenbeschriftung hier auch nochmal bearbeiten. Wir haben die Beschriftungen nämlich an dieser Stelle. Wir sagen okay, sagen nochmal okay. Und Sie sehen, dass Excel sich jetzt den letzten Stand sozusagen oder den letzten Arbeitsschritt gemerkt hatte. Ich hatte ja ursprünglich diese Säule hier für den Einkauf in eine Linie umgewandelt. Und die weiteren Datenreihen wurden dann eben auch als Linien und nicht als Säulen eingefügt. Jetzt können wir das Diagramm entsprechend über das Arbeitsblatt hin ausbreiten. Und wir haben eine relativ übersichtliche Darstellung. Allerdings mit den Farben ist es noch ein bisschen schwierig. Wir erkennen jetzt zum Beispiel, dass wir die Grüntöne, jedenfalls ich, schlecht unterscheiden können. Und wir wissen jetzt nicht, was gehört, welche Linie gehört zu welcher Säule. Das ist schwierig und wir werden an dieser Stelle die Farben nochmal entsprechend anpassen, sodass wir beispielsweise sagen, wir werden diese Datenreihe hier nochmal formatieren. Also per Rechtsklick können wir jetzt beispielsweise die Füllung einstellen. Wir nehmen hier mal eine blaue Füllung. Wir sehen also, das ist der Einkauf. Und dann möchte ich natürlich auch die Linie hier entsprechend formatiert haben, dass wir das hier farblich sofort erkennen können. Auch hier hätte ich gerne eine blaue Darstellung für die Füllung, aber auch in dem Fall für den Rahmen. So sehen wir, was hier zusammengehört. Das machen wir genauso für das Lager. Ich wähle hier als Füllung beispielsweise mal eine gelbe Darstellung. Und wie ich gerade sehe, habe ich die Farben auch schon falsch gewählt. Hier das Lager, aber hier, das hier ist die bläuliche Darstellung. Die muss zum Lager gehören. Die muss ich natürlich auch in Gelb formatieren. Also machen wir das entsprechend. Und der Einkauf, der war hier in Blau und dazu gehört diese Linie. Diese hier muss ich also in Blau hinterlegen. Hier nochmal in dieser Farbe und auch die Rahmenfarbe hier in Blau. Somit haben wir jetzt diese Übereinstimmung und wir machen das Ganze nochmal für die Buchhaltung. Hier können wir das Grüne, die grüne Darstellung vielleicht belassen, aber hier möchte ich natürlich auch entsprechend die Linie in dieser grünlichen Darstellung. Nehmen wir mal das dunklere Grün. Und somit können wir jetzt erkennen, was wohin gehört. Hier haben wir beispielsweise beim Krankenstand des Lagers diese Werte als Säulen dargestellt. Und wir können das dann sehr gut vergleichen mit der Anzahl der Personen, die hier im Lager beschäftigt sind. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.